Weiter geht's mit unserer Partie XCOM 2 hier auf dem Kanal von Writing Bull und mit eurem Commander Matsuman. Das bin ich. Ja, und wir wollen hier bei unserem WB im Kanal doch das Ganze mal ein bisschen alienfreier gestalten und versuchen hier das Datenabfanggerät ja zu beschützen. Und wir haben schon wieder häufige Treffer drauf bekommen. Wir wollten beim Ende der letzten Folge endlich mal das Übernahmeprotokoll ausprobieren. Das superschwere Geschütz übernehmen und machen das jetzt auch. Sagen Geschützkontrolle und hoffen. 77%, das ist jetzt echt wichtig, dass das klappt. Ja, wir übernehmen vorübergehend die Kontrolle über dieses schwere automatische Geschütz. Ich hoffe, dass wir jetzt die anderen Feinde triggern. Dass sie nicht mehr darauf schießen. Scheinen wir getriggert zu haben, oder? Huch. Ach, das ist die Maus, die hier. Gott, oh Gott. Haben wir die jetzt getriggert? Oder noch nicht? Die müssten doch jetzt eigentlich unser Geschütz hier gesehen haben. Wir können ja mal auf die schießen. 60%. Sektopode. 60% Phantom. Also der hat hier super viele Rüstungspunkte. Deshalb würde ich mal auf den schießen. Das müsste die doch jetzt eigentlich auftriggern, oder? Wir versuchen es mal. Der hat eine 50%ige... Ach, der schießt daneben. So, aber jetzt werden die aktiviert. Und laufen auf uns zu. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass sie nicht mehr auf das Geschütz schießen. Auf das Datenabfanggerät. Oh, wir können sogar nochmal schießen mit dem superschweren Geschütz. Hat aber nur schlechte Werte. 39% versuche ich nicht. Dann versuchen wir mal den Sektopoden zu beschießen. Komm. Ja, ein Schaden hat sich total gelohnt. Aber Leute, das hat sich nicht wegen des Schadens gelohnt. Das hat sich gelohnt wegen Aufdecken und dafür sorgen, dass das Datenabfanggerät, wo wir immer noch nicht sehen, wie viele Trefferpunkte das noch hat, hoffentlich jetzt nicht mehr beschossen wird. Der zieht hier in voller Deckung und wird auch von mindestens einem von dem dort gesehen, was ganz gut ist, weil wir die dann auch noch weiter zu uns hinlocken. Ich hoffe, der überlebt. Toi, toi, toi. Und mit dem können wir ein bisschen taktieren, ein bisschen flankieren vielleicht von hier hinten. Was könnte eine gute Position für den sein? Mal überlegen. Am liebsten würde ich den ja hier oben so in die Ecke reinstellen. Da kommt er nicht hin. Dann geht er erstmal nur nach hier oben hin. Aber hier kein Eingang war. Okay. Das tat echt weh. Ja, Lily Shen, die muss jetzt leiden. Das superschwere Geschütz ist gehackt. Ja, oh Gott, diese langen Beine, die machen einem echt Sorgen. So. Das ist gut. Der wird ihn markieren und hoffentlich, ja, drei zerschreddert. Das ist super gut gewesen. Drei Rüstungspunkte zerschreddert. Der macht die Zornkanone. Okay, aber dann müssen wir nur mit den Einheiten wegziehen. Das ist nicht so schlimm. Das ist der Offizier, von dem habe ich auch nicht so viel Angst. Der macht Feuerschutz. Okay. Der schießt... Oh nein, nein, die schießen weiter auf das Teil. Das kann doch nicht sein. Er hat schon wieder auf das Datenabfanggerät geschossen. Das darf er nicht. Oh Gott, der darf jetzt nicht mehr drauf schießen. Der Scout hat nicht nach uns gesucht, sondern die Menschen hier gescannt. Advent hat den Krieg gewonnen. Was wollen sie denn noch von uns? So. Das ist wieder der Geschützturm. Der kann auf das Phantom schießen. Auf den... Gott, das sieht ja furchtbar aus. Den hier, 30% Elite-Offizier, das ist zu wenig. Ja, am liebsten der Flankierte, weil der am meisten Schaden dann dort macht. Mit vielleicht kritischem Treffer, 50%. Die taugen ja nicht, die superschweren Geschütze. Wir suchen das gleich nochmal. Jetzt aber. Aber kein kritischer Treffer. Also das fand ich jetzt nicht gut.
Jetzt können wir hier... Kondensatentladung geht nicht mehr, können aber Gefechtsprotokoll auf den machen und tun dem super stark weh. Sollte sie vorher noch einmal nachladen? Ich denke ja. Steht sie gut? Ich denke ja. Dann Ruhe, könnte Schnetzeln schießen. Der würde explodieren. Zornkanone macht er auf den. Amundi muss nachladen. Lade nach. Kann sich in eine bessere Position begeben. Genau dahin, wo sie keine Deckung hat. Das gibt's doch nicht. Kannst Sky Ranger rufen, das soll sie auch nicht. Düster. Wir müssen die hier von dem Gerät wegnehmen. Ich glaube, der Priester hat auf das Gerät gefeuert. Das ist nicht gut. Der kann auf fast alle feuern. Der kann sogar den abschießen, die hier hinten. Abschusszone vielleicht sogar machen. Auf all die hier feuern. Da kann er aber nur zwei Schüsse abgeben. Möglicherweise. Und hier oben brennt es, aber das ist Feuer, das sollte uns nicht zu doll wehtun. Okay. Mhm. Ja, wie machen wir das? Also ich würde sagen, wir fangen mit Lilly an und sie macht einmal nachladen. Bin wieder im Spiel. Und macht einmal Gefechtsprotokoll auf ihn hier. Das ist der gefährlichste. So, der hat ordentlich Schaden genommen, das ist gut. Dann war das eher, dass er hier gut allen ausweicht. Nee, der kann nicht gut ausweichen. Wir haben hier noch jemanden mit Feuerschutz. Der kann sich trotzdem dahin sicher bewegen. Auf dem Weg. Hat hier eine gute Deckung und kann das Phantom fast ausschalten. Wir wollen aber auch mal gucken mit der Fernzündung. Ah, da können wir nicht viel machen. Okay. Claymore-Mine. Kriegen wir nicht genug rein. Dann lieber einmal so feuern. Einmal auf das Phantom feuern oder einmal auf den feuern. Der würde auch die Rüstung ignorieren. Bewahren wir uns mal auf. Smiley. 94% auf den. Rüstung zerschreddern. Kann auch eine Plasmagranate abfeuern. Ist die Frage, wie lange bleibt denn unser Geschütz noch unter unserer Kontrolle? Sonst würden wir uns ja da selbst beschädigen. Schusshagel. Kettenschuss. 16 bis 20 Schaden. 79%, aber dann wäre der vielleicht weg. 79% reicht uns das. Ich verwende das eigentlich fast nie. Ich versuche das mal, Leute. 80%. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten hätten wir jetzt einen wichtigen... Es klappt. Es klappt. Sehr schön. Okay. Dann jetzt den nächsten abknallen. Den Elita-Priester, ich weiß nicht, vielleicht ist der nicht richtig getriggert worden auf uns. Können wir noch ein Imitationsgerät da irgendwie reinwerfen, dass die sich auf das Imitationsgerät fokussieren? Gefechtsscanner bringt uns, glaube ich, nichts. Blendgranate. Wir könnten sie versuchen zu blenden. Aber dann muss der aus der Deckung rauslaufen. Dann muss er den Feuerschutz erst weg haben.
Also wir nutzen mal unseren Scharfschützen, denke ich mir. Gott. Das Feuer breitet sich aus. Wir kommen hier gar nicht... Nein! Eben haben wir doch extra geguckt, wie das mit dem Feuer ist. Das hat sich irgendwie ausgebreitet. Der wird anfangen zu brennen nächste Runde. Gott, wie furchtbar. Der hat keinen Haken, leider. Aber wenn wir jetzt wegziehen, dann fängt er jetzt schon an zu brennen. Also dann bleibt er lieber da, wo er ist. Und 100% würde den wahrscheinlich ausschalten, ne? Zwei, naja. Aber wir wollen den Feuerschutz entfernen, haben wir gesagt. Oh, ist auch nur 87%, aber wir versuchen es. Gott, man sieht vor lauter... Sei tapfer. Hat getroffen, Feuerschutz sollte entfernt sein. Hihaw. Sehr gut. Der kann schnetzeln gehen. Kann der töten. Ah, das wäre unser eigenes superschweres Geschütz. Das könnte er machen, dann würde er aber brennen danach. Ist auch nicht so toll. Oh, oder habe ich den falschen angewählt gehabt? Nee. Der läuft irgendwie... Dann würde hier durchs Feuer laufen. Ach, das ist ja ein Dödel. So ein Dödel. ...100% und flankiert. Elite-Offizier könnten wir kaputt machen. Lieber den weit hinten. Mit noch 45% kritischer Treffer, vielleicht killen wir den. Blutspur, leider kein kritischer Treffer. Werden wir aufgedeckt? Wir werden aufgedeckt. Ist nicht schlimm. Die Schatten haben versagt. Ist nicht aufgedeckt. Wen haben wir jetzt noch alles? Sie kann sich wohin ziehen mit ihrem Kletterhaken? Hierhin. Könnte danach hier weitergehen und von da vielleicht schießen. Warum nicht? Vitationsgerät hat sie nicht mehr. Sie geht einmal runter. Amundi! Oh, sie hat hier keine Deckung. Das gefällt mir nicht. Ich dachte, sie hätte dann noch eine Aktion frei. Ich habe nicht gesehen, dass sie offensichtlich schon eine Aktion gemacht hat. Hm. Sind auch nur die beiden, die was machen können. Die wird ja hier beschossen werden aus allen Ecken. Dann stirbt die. Können wir das verantworten? Also vielleicht muss das sein. Bevor die da weiter auf das Gerät schießen, können wir hier noch irgendein Imitationsgerät machen. Ich habe kein Imitationsgerät mehr. Blendgranate. Vielleicht eine Blendgranate auf die rein. Hierhin vorziehen. Kann eh nicht gut treffen. Eine Blendgranate auf die beiden. Ich weiß gar nicht, können wir das Geschütz hier gleich mitblenden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, dass das immun ist. Ich hoffe, dass wir das nächste Runde noch haben. Nur der ist desorientiert. Warum der nicht desorientiert ist, finde ich schade. Ja, was machen wir mit ihr? Schießen oder sterben? Der ist desorientiert. Den würden wir killen. Das Geschütz kann offensichtlich nicht auf uns schießen, aber wenn das Geschütz da ist... Ich gehe mal ein Risiko ein, Leute. Das wird euch nicht gefallen. Mit Gerechtigkeit könnten wir uns ranziehen. Ne, könnten wir das Ziel anziehen. Mit Zorn würden wir uns ranziehen. Dann stehen wir aber direkt hier im Schussfeld von dem Geschütz. Dann sterben wir sicher. So habe ich die Hoffnung, dass sie nicht von dem Offizier beschossen wird. Und vielleicht überlegt, aber auf jeden Fall haben wir dann am Phantom weniger.
sogar nur ein Streifschuss, aber trotzdem getötet. Muss leider sein. Mein Kampf geht weiter. Verdammt! Das tat richtig weh. Oh, wie schön. Das superschwere Geschütz ist noch gehackt. Der markiert unseren Nahkämpfer. Das ist auch gut. Da habe ich nichts gegen. Ja, und sie wird tatsächlich beschossen, wie ich es befürchtet habe. Jetzt. Nein! Der schießt immer noch auf das Teil. Gott, ist das jetzt kaputt? Wenn ich das System hacken kann, erfahren wir vielleicht endlich, was die Aliens hier suchen. Aber dafür muss der Datenkern intakt sein. Und Advent darf ihn nicht vor uns erreichen. Oh Gott, ey. Also wir müssen diesen blöden Priester hier ausschalten, der andauernd das hier Gerät... dass der es genau andauernd hier beschießt. Sie hat noch einen letzten Lebenspunkt. Das ist der Hammer. Hat sie echt gut gemacht. Sie ist echt tapfer. Wir haben unser Geschütz. Das kann jetzt schießen. Auf das andere Geschütz. Auf den desorientierten Priester. Das ist richtig schlecht, das Geschütz. Dann nehmen wir mal die 30%. Vielleicht klappt es ja. Wir suchen es nochmal. Ein Hoch auf Lily Sheng, die ja tatsächlich das geschafft hat, das zu übernehmen, das Geschütz. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier mal vorziehen. Wir können das leider noch nicht übernehmen. Ich will den hier irgendwie da wegbekommen. Können wir den nicht ranziehen vielleicht an uns? Mit Gerechtigkeit hier. Nee, wir wollen uns nicht ranziehen. Wir wollen ihn zu uns ziehen. 89%, komm mal weg. Komm mal zu uns. Es gibt keinen Kommen. So, der soll nämlich aufhören, da unser Datenabfanggerät zu beschießen. Kannst gleich sogar nochmal drauf feuern. Ja, aber vielleicht sollte sie erstmal lieber vielleicht doch in Deckung gehen. Sie hat ja nur noch einen Punkt. Das wäre jetzt bitter, wenn sie das nicht überlebt. Sie hat es ja ganz gut gemacht. Wir haben noch einen Scharfschützen hier oben. Der interessanterweise doch nicht brennt. Und sogar noch einen Vorteil hat. Nämlich welchen? Kann ich mir jetzt anzeigen lassen. Weiß ich gar nicht. 100%. Der wäre dann wahrscheinlich weg und wahrscheinlich sogar ein kritischer Treffer. Dann würde ich tatsächlich sagen, Amundi, du hast das toll gemacht. Zieh dich mal ein bisschen zurück. Lady Shen, du musst nach vorne. Hier hin und dann gibt sie ja Feuerschutz. Wird dann wahrscheinlich von der Kanone beschossen. Sie hat Chrysalidengriff und das verbraucht momentan sogar beim letzten Mal Jägermeister. Das hat beim letzten Mal sogar 3 Punkte abgezogen, nicht nur ein. Ich glaube, das steigert sich mit Runde pro Runde. Also wir haben ein bisschen Zeitdruck. Danke an Touristoni. Touristoni, ne? Liebe Grüße an dich. Schön, dass dir es gefällt. Ach Leute, wie machen wir das jetzt hier am besten? Düster kann... Oh, Düster muss sowieso erstmal nachladen. Ich muss nachladen. Fernzündung ist Quatsch. Kann auch schießen. Auf den Elite-Priester 100%. Okay. Smiley kann auf den... Priester schießen 100%. Kann sich aber auch noch besser positionieren. Mal nach hier unten. Up. 70%. Blume könnte sogar da hinten schon mal das superschwere Geschütz anschießen.
Würde ich mir also gerne aufbewahren. Ich ziehe mit Lilly mal vor. Wo ist sie denn, Lilly? Lilly, geh mal da weg. Lilly, geh mal weiter nach vorne hier hin. Damit du das vielleicht über nächste Runde hacken kannst. Oder hier auch hacken kannst. Das sollte ja eigentlich klappen. Geh mal in die volle Deckung und mach Feuerschutz. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Da war der Speicher. Oh, schaut mal. Ich hoffte nur, dass sich darin keine unerkannten Sicherheitsmechanismen versteckten. So, das Geschütz aktivieren wir jetzt. Das wird auf Lilly wahrscheinlich schießen. Ruhe kann auch auf den Soldaten natürlich schießen. 96%. Kann ihn auch mit einem Schwerthieb vielleicht gar nicht ausschalten. Ist ja erstaunlich. Sie zieht sich mal zurück. Könnt ihr den auch abschießen, geht aber mal lieber in Deckung, weil sie noch einen Trefferpunkt hat. Der kann nur mit 100% auf den schießen. Macht das. Robby, hey, liebe Grüße an dich und danke dir fürs Fünfte. 70% ist wenig. Überlege ich mir nochmal. Den wollen wir tatsächlich vielleicht schon hier drauf schießen lassen. Auf das superschwere Geschütz. Der kann schnetzeln. Und danach wieder in Deckung gehen. Das war ein bisschen mit Risiko verbunden. Weil die Priester auch manchmal die Fähigkeit haben, dass sie nicht sterben. Und dann hätte er seine Fähigkeit jetzt nicht mehr bekommen, dass er in Deckung zurückziehen kann. Und würde vielleicht von dem Geschütz betroffen, also beschossen werden. Die Aliens haben es uns nicht leicht gemacht. Aber sie waren uns heute nicht gewachsen. Ich kann es kaum erwarten, diese Daten in der Werkstatt zu analysieren. Wir haben es geschafft, Leute. Ich dachte, dass wir auch noch den Geschützturm da hinten hätten umbringen müssen. Wahrscheinlich sind das deshalb nur 16 von 18, aber... Mann, Wahnsinn. Cool. Also das war ja echt knapp. Habt ihr gesehen, wie viele Trefferpunkte wir noch haben da oben? Sehr schön. 4 verwundete Soldaten, das war... Was war denn das? Das war das, der Torwächter, ne? Der da irgendwie das Tor gerufen hat und 4 auf einmal, besiegt hat. Sehr cool. Wow, wow, wow. Ausgezeichnet, Leute. Lob an euch. Das sieht ja auch cool aus. Wollen wir mal mit so einem Poster das vielleicht machen? Mal gucken, was uns besser gefällt. Huch. Hinter so einer Leinwand? Ich weiß ja nicht. Nee, das wollen wir nicht machen. Auch nicht. Sogar mit Radio im Hintergrund. Ich weiß nicht. Ort sieht eigentlich nicht so spannend aus hier. Dann machen wir tatsächlich mal so ein Poster. Warum denn nicht? Nur mit Punkteanzahl. Aber es müssen natürlich alle drauf. Mensch. Alle rauf. Vielleicht hier unten so. Und das ist dann unser Werbeposter. Foto machen. Sehr schön. Weiter geht's. War echt eine schwere Runde, Leute. Ich bin gespannt, was wir, weil es so schwer war, jetzt an Ausrüstung bekommen. Möglicherweise habe ich mir unterwegs ein paar Sachen von Mascha geborgt. Sie wird darüber hinwegkommen. Genau wie die Leute, von denen sie sich den Kram geborgt hat. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir die Granaten gewählt, statt der überragenden persönlichen Kampfsimulation der PKS. Geistanzug... und War-Anzug. Dann können sich alle Einheiten mehr oder weniger dann auch noch mit diesen Seilen durch die Gegend ziehen. Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich diese passiven Vorteile unterm Strich besser. Klar, dieselbe Rüstung hat, glaube ich, auch mehr Trefferpunkte. Bin mir nicht ganz sicher, was die an Vorteilen bringen. Hier bin ich mir sicherer, was wir haben. Ja, die Poster kann man möglicherweise in unserem XCOM 2 Shop kaufen. Leute, was meint ihr? Ich frage euch mal, was meint ihr? Lieber die PKS oder lieber Geistanzug und Waranzug? Meine Tendenz wäre Richtung PKS, weil erstens mehr davon profitieren und wir zweitens das als passiven Bonus permanent haben und wir hier eher aktive Fähigkeiten haben. Ihr sagt Anzug. Anzug sind geil. Anzüge sind geil. Kommt PKS rein. Ihr würdet tatsächlich die Ranger-Servo-Rüstung gegen einen Geistanzug nehmen. Und einen War-Anzug für unseren Grenadier. Da haben aber die Hälfte von unseren Leuten haben da nichts. PKS. Anzug.
Leute. Also wir haben die letzten Male immer persönliche Kampfsimulationen genommen. Jetzt will ich zumindest einmal mir gemeinsam mit euch angucken, was denn diese Anzüge bringen. Ja, es gibt jetzt auch eine leichte Tendenz zu der PKS. Wir machen mal die Anzüge, aber ich bin mir unsicher. So, wir haben einen neuen Aufstieg. Ich glaube, jetzt sind wir aufs Maximum hochgelevelt worden. Sie kann jetzt Gefahreneinschätzung. Ein Hilfsprotokoll, das wir nicht, glaube ich, gar nicht können, gewährt dem Ziel jetzt einen deckungsfreier Feuerschutzschuss, aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um einen erhöht. Aber wir haben ja gar nicht das Hilfsprotokoll genommen, wir haben das das Gefechtsprotokoll genommen. Kann man dann auch Hilfsprotokoll machen? Müssen wir mal sehen. Keine PKS für Lili Shen. Schnellfeuer. Feuer zweimal nacheinander auf einen Gegner. Kann jetzt unser Ranger machen, aber jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von minus 15. Das finde ich auch nicht so cool. Oh Gott, unsere Amundi, unsere Scharmützlerin, ist jetzt Kampfmeister geworden, führt sofort eine Aktion aus, nachdem jeder Gegner in der Sichtlinie an der Reihe war und kann verurteilen, wenn wir unter feindlichem Beschuss stehen, dann geraten die Gegner in Panik vielleicht. Okay. Dann können wir hier eine Zielsuchmine machen. Hefte einen Claymore an einen Feind. Der wird dadurch nicht animiert und die explodiert, wenn dieser Feind Schaden nimmt. Ah, wie spannend. Und vernichten kann da auch. Was macht das? Wenn du ein Ziel durch Verbannen eliminierst, feuerst du weiter auf einen anderen Feind, solange bis dir die Munition ausgeht. Ja, dadurch, dass er nur 3 Schüsse hat. Ja, gut. Kann man gut kombinieren. Können wir uns mal überlegen. Rupturgrenadier. Verursacht kritischen Schaden und sorgt dafür, dass das Ziel einen um plus 3 erhöhten Schaden durch alle zukünftige Angriffe annehmen. Okay, wenn wir einen mächtigen Feind haben, können wir ihm da ganz gut Schaden zufügen. Serie bei unserem Scharfschützen, mächtiger Kettenschuss. Und für jeden Kill werden die Aktionen zurückerstattet. Oh, das ist cool. Wenn wir da eine gute Trefferwahrscheinlichkeit haben, können wir quasi einen nach dem nächsten killen. Und mit dem kostenlosen Nachladen würden wir tatsächlich dann so bis zu 9 Feinde, wenn die alle wenig Trefferpunkte haben, auch killen können. Okay. Colonel haben wir jetzt. Ich bin gespannt. Leute, 6 von 7. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir schauen uns jetzt die letzte Mission dieses Kapitels an. Audiolog von Chefingenieurin Shen. Tag 145. Es hat ein paar Tage gedauert, aber ich konnte die aus dem Scout geretteten Daten endlich entschlüsseln. Die verdammte KI des Geräts konnte alles zerstören, was mit zivilen Scans zu tun hatte. Aber ich konnte die Position eines abgestürzten Advent-Transporters extrahieren. Nur ein paar Sektoren von hier entfernt. Die Schiffe verwenden die gleiche Energieversorgung wie die Avenger. Wenn wir beim Wrack einen funktionierenden Stabilisator finden, könnten wir endlich den Reaktorkern einschalten, ohne das Schiff in die Luft zu jagen. Das ist äußerst... Ein Moment. Rover? Nein! Audiolog beenden. Oha, hat sich ja... Wir nähern uns dem abgestürzten Alien-Transporter. Wir hoffen, einen funktionierenden Energiestabilisator bergen zu können. Advent-Schiffe scheinen über eine Art internes Netzwerk zu kommunizieren. Also müssen wir davon ausgehen, dass sie auch von dem Wrack wissen. Aber wir müssen ihnen um jeden Preis zuvorkommen. Ja, okay. Also, neutralisiert wieder immer alle feindlichen Ziele und diesmal müssen wir einen Energiestabilisator bergen für unsere Lili Shen. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Trupp startet verborgen. Okay, wir sind hier auf einer Karte. Wir sind offensichtlich wieder draußen unterwegs. Hier unten in der Ecke. Ja, und müssen hier nach oben hin. Hier gibt es auch Kraftfelder. Das scheint ein... Ja gut, hat sie ja gesagt. Ist ein Alienschiff.
Ja, und ob wir das Ganze gut schaffen, liebe Leute, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge dann im Detail an. Ich bin sehr gespannt. Letzte Mission des dritten Kapitels und dann sollte die Avenger wieder gut dastehen für die Montage. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Matsumen.